Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von Heimnetzwerk und WLAN-Hilfe.com. Heute möchte ich euch einmal zeigen, wie ihr eine Netzwerkverbindung mit Hilfe eines Netzwerksystembefehls deaktivieren oder aktivieren könnt. Damit habt ihr dann die Möglichkeit, über eine ausführbare Batch-Datei einfach per Doppelklick den Status einer Netzwerkverbindung zu ändern. Der klassische Weg, falls ihr eine Netzwerkkarte auf eurem Computer deaktiviert oder aktivieren wollt, ist der über das Netzwerk- und Freigabecenter. Dieses finden wir in der Systemsteuerung. Und hier gibt es den Menüpunkt Adapter-Einstellungen ändern. In diesem Konfigurationsfenster werden dir nun alle aktiven oder auch nicht aktiven Netzwerkverbindungen angezeigt und du müsstest beispielsweise eine aktive Karte jetzt hier über den Menüpunkt Netzwerkgerät deaktivieren, abschalten oder falls sie abgeschaltet ist, anschalten. Das ist etwas umständlich und dauert eine halbe Minute. Das Ganze geht etwas fixer, wenn man den Systembefehl, der für diese Funktion verantwortlich ist, einfach mit den entsprechenden Parametern in eine sogenannte ausführbare Batch-Datei schreibt. Diese kannst du dann bei Bedarf per Doppelklick aktivieren. Eine Netzwerkkarte anschalten und abschalten wäre ein sehr gutes Beispiel dafür. Vielleicht wirst du dich ja fragen, welchen Sinn macht das eigentlich, eine Netzwerkkarte zu starten oder zu beenden? Sinn macht das durchaus, zum Beispiel bei einem WLAN-Adapter. Denn wenn dieser nicht aktiv ist an deinem Computer, dann musst du dir überhaupt keine Gedanken darüber machen, dass irgendjemand über dein WLAN-Netzwerk auf deinen Computer zugreifen kann. Denn die WLAN-Netzwerkkarte funktioniert ja nicht. Gut, dann fangen wir an. Zuallererst benötigst du eine Textdatei. Sehr schnell kannst du dir eine neue Textdatei auf deinem Desktop anlegen über einen Rechtsklick auf eine freie Stelle deines Desktops und dann über den Befehl Neu und Textdokument wird ein neues Textdokument angelegt. Dieses nennst du jetzt um, beispielsweise WLAN Adapter abschalten. Nun änderst du die Dateiendung, indem du txt löschst und bat für Batch-Datei eingibst. Die Änderung bestätigst du mit deiner Enter-Taste. Es kommt nochmal eine Warnung, dass diese Datei nicht mehr seinem ursprünglichen Sinn entspricht. Bestätige die Meldung einfach mit Ja. Und aus der Textdatei wird eine sogenannte Batch-Datei, wo du die Möglichkeit hast, Systembefehle einzuschreiben und diese dadurch direkt auszuführen. Als nächstes benötigst du den Namen deiner Netzwerkverbindung. Den findest du entweder auf der Konfigurationsseite, wo wir gerade waren, unter deinen Netzwerkverbindungen. Und zwar benötigst du diesen Namen hier, der unter der entsprechenden Netzwerkverbindung steht. Klicke diesen einmal an und kopiere ihn oder schreibe ihn dir auf. Dann benötigst du noch den Netzwerkbefehl, der eine Netzwerkkarte aktiviert oder deaktiviert. Dafür gehst du am besten mal auf unsere Webseite heimnetzwerk und WLAN-Hilfe.com und rufst die Seite Netzwerkverbindung per Doppelklick beenden und starten. .html auf. Hier findest du ziemlich in der Mitte den kompletten Befehl, den du in diese Datei einträgst. Am besten kopierst du ihn und damit sparst du dir unnötige Schreibarbeiten. So, gehe jetzt wieder zu deiner Datei, WLAN-Adapter abschalten. Und klicke diese mit rechts an und sage Bearbeiten. Hier kopierst du jetzt ganz einfach den Befehl hinein und änderst bloß diesen Namen, und zwar den Namen deiner Netzwerkverbindung.
Der Name der Netzwerkverbindung muss hier genauso geschrieben werden wie in der Übersicht deiner Netzwerkverbindungen. Sollte in der Beschreibung ein Leerzeichen vorhanden sein, dann musst du den Namen der Netzwerkverbindung in Anführungszeichen setzen. Aber nur, wenn ein Leerzeichen vorhanden ist. Den Namen der Netzwerkverbindung kannst du auch nochmal über die Befehlszeile kontrollieren. Diese öffnest du über den Startbutton, alle Programme, Zubehör und dann wählst du den Befehl Eingabeaufforderung. Hier gibst du jetzt den Systembefehl ipconfig-all ein. Damit werden dir alle deine Netzwerkkarten angezeigt, die auf deinem System installiert sind. Du suchst jetzt einfach nur deine heraus. Und wenn das zum Beispiel die WLAN-Karte ist, dann wäre das jetzt in meinem Fall der drahtlos LAN-Adapter, drahtlos Netzwerkverbindung. Also der Adapter, der WLAN-Adapter heißt drahtlos Netzwerkverbindung. Wieder zurück in unsere Batch-Datei, die Änderung einfach speichern. Und interessant ist jetzt diese Option hier, Disabled. Diese Funktion schaltet unsere Netzwerkkarte aus. Also werden wir das gleich mal testen. Einfach unsere gespeicherte WLAN-Adapter abschalten Batch-Datei mal doppelt anklicken. Und in der Übersicht deiner Netzwerkadapter mal prüfen, was passiert ist. Siehe da, unsere drahtlose Netzwerkverbindung wurde deaktiviert. Möchtest du diese jetzt wieder aktivieren, dann geht das genauso schnell. Am besten kopierst du dazu einfach deine Batch-Datei WLAN-Adapter abschalten. Kopieren und daneben einfügen. Dann werden wir die einfach mal umbenennen, denn wir wollen jetzt über diese Datei unseren WLAN-Adapter wieder anschalten. So, bearbeiten den Inhalt. Über Rechtsklick auf die Batch-Datei und bearbeiten und ändern einfach nur die Option Disabled auf Enabled. Speichern die ganze Sache und führen die Datei aus. Kontrollieren die Änderung wieder in unserer Übersicht der Netzwerkkarten. Und siehe da, unsere WLAN-Karte ist wieder aktiv. Am besten legst du dir irgendwo hier einen Ordner an, wo du Konfigurationsänderungen, die du beispielsweise in den Batch-Dateien gelegt hast, einfach ablegen kannst und somit schnell zur Hand hast. Du siehst also, wenn man den einen oder anderen Systembefehl in Windows kennt, dann kann man diese auch sehr effektiv für die Verwaltung von verschiedenen Systemfunktionen nutzen. In diesem Sinne, mach's einfach mal nach, probier mal, ob das auch bei dir funktioniert. Ansonsten freue ich mich dann auf dich bei einem neuen Video von Heimnetzwerk und WLANhilfe.com.